Hallo Leute, herzlich willkommen zur neuen Folge von Let's Play UFO. Ja, Lutz ist immer noch am Drücker. Lutz, leg den ersten Gang ein, lass uns nach Cydonia fliegen. Ja, wir können es selber kaum fassen, dass wir jetzt nach 102 oder 103 Folgen, die wir jetzt gemacht haben, ich weiß nicht genau, dem Ende dieses Let's Plays nähern, indem wir die außerirdische Bedrohung für die Erde im Kern eliminieren. Ersticken werden, genau. Ganz genau so. So, ich drücke den, I push the button. Okay, auf nach Cydonia. Sind Sie sicher, dass sie dieses Raumschiff auf eine Mission nach Cydonia schicken wollen? Ja. Yes. So, jetzt lese ich eben vor. Mars, Cydonia Landung, Raumschiff Avenger 1. Ihr Avenger Raumschiff ist auf dem Mars in der Region Cydonia gelandet. Informationen zufolge befindet sich in einer der Pyramiden ein grüner Aufzug, in dem man in den unterirdischen Komplex gelangen kann. Sobald Sie alle Soldaten in der Nähe des Aufzugs gesammelt haben, klicken Sie auf das Icon Mission abbrechen an, um bis zur nächsten Stufe weiterzugehen. Ja, Lutz, viel Erfolg. Wie, was? Wir sollen aufgeben, drücken? Wenn wir alle auf dem grünen Ding stehen, das kenne ich schon. Das kennst du auch. Habe ich jetzt nicht gerafft, aber egal. Ja, passt schon. Ich soll aufgeben, um weiterzumachen. Ja. Das ist strange. Ja, UFO ist ein strange Spiel. So, jetzt guck doch mal unsere Ultra-Psi-Leute nochmal eben. Unsere Ultra-Psi-Leute sind Ragnar, Malmö, Sapirus und Out. Gut. Dann gucken wir die mal das. Ja, Out. Genau. Out hat so ein Ding schon. Und geht auch so. Ja. Ragnar war, glaube ich, der heftigste von allen. Ja. Ne? Wo ist das Ding hin? Da. Da. Ragnar ist der stärkste. Malmö hätten wir da noch. Wer hat aber das andere Ding hier? Dann klicken wir durch. Da. Der. Big Dane. Also, wen haben wir da noch nicht? Atlan kannst du mal entwaffen, egal. Ja. Malmö könntest du was geben. Mach ich auch, der kriegt auch gar nichts. Der kriegt Atlan, gar nichts. So, jetzt brauchen wir nur Malmö noch sein Gerät hier und dann müssen wir überlegen, ob wir jetzt noch den Blaster mitnehmen oder nicht. Kostet uns ein Mann, also beziehungsweise du könntest den die Knarre in den Rucksack übernehmen dann. Okay. Dann hat unser Kommandeur die Ehre zu blastern, falls nötig. Schreckliche Taten zu vollbringen. Oh wenn, ja. Wenn nötig. So. Ey, wir blastern uns um Kopf und Kragen und in den letzten Missionen haben wir so zwei Blasterbomben mit. Ja, die haben wir alle weggeschossen. Crazy, ja, aber egal. Okay. Ja, Lutz. Wenn wir Glück haben, finden wir ja direkt einen. Okay, gut. Die Mission startet auf Cydonia. Runde 1. Runde 1. Haha, guck dir mal an, was wir an Panzer am Panzer Start haben. Oh, alles. Ja, Olli Opening? Nein. Aber ich gucke mich erstmal ein bisschen um. Das ist das Ende der Karte. Da ist irgendwie so ein Aufzugding, sehe ich. Ja. Cyberdisk. Die waren ja irgendwie relativ unempfindlich gegenüber von Plasma, ne? Ja, die wehrt sich auch hartnäckig. Ja, hat sie aber. Geht die jetzt noch hoch oder was? Keine Ahnung. Normalerweise sieht nicht so aus. Die Dinger, ne? Schiss machen die mit ihrer ollen Cyberdisk oder was? So, da hinten ist auch irgendwie eine Tür. Ich werde natürlich erstmal unser schweres Gerät hier rausholen. Eine vernünftige Sicherung aufbauen. Ja, muss aber aufpassen. Ja, alles was wir sehen, wie gesagt, ein Blaster ist noch da. Ja, der kann aber. Ja, aber wag dich auch nicht so weit raus. Du hast uns keine Sicherung durch andere Leute. Da, wir sehen was. Da sehen wir was. Ein Sektoid. Das heißt also, Psi-Angriffe werden auf jeden Fall stattfinden. Ja, definitiv. Watch. Gut. Können wir den vielleicht übernehmen? Hey, das ist eine gute Idee. Ragnar ist auch der Beste. So, wollen wir Kontrolle probieren, ja, oder? Ja. Nein. Ja, erfolgreich. Sehr abgestürzt. Gut. Scheiße. Nein. Ey. Aha. Schießt den anderen Sektoid ab. Natürlich. Ja, und jetzt schmeißt eine Waffe weg oder spreng dich mit einer Alien, mit der Alien-Granate selber in die Luft. Ich kann tatsächlich nicht auf das zugreifen. Doch, kannst du. Es gibt einen Bug. Soll ich dir den erklären, wie er geht? Ja, also, geh mal auf einen deiner Leute. Ach so, und dann durch. Und jetzt gehst du auf Männchen und jetzt klickst du durch. Da, Sektoid-Soldat. Das war's. Dann hast du den entwaffnet. Ich verliere lustigerweise auch kaum Zeiteinheiten beim Wegwerfen. So, Sektoid-Soldat. Guckt jetzt mal also durchs Fenster. Ich weiß jetzt, ja, ich würde ihn aber durchs andere Fenster gucken lassen, wo man besser abknallen kann.
Hallo. Ist natürlich, ist das jetzt gecheatet gewesen, Lutz, oder? Das Spiel sieht das vor, dass das so geht. Also ich finde das jetzt vielleicht, ja, also es geht auf jeden Fall. So, jetzt müssen wir mal gucken. Das Fenster da unten wäre besser gewesen, aber ja, egal. Gehört der nächste Runde auch noch uns, oder? Weiß ich nicht genau. Wolltest du Malmö raus? Lass doch rein. Soll ich dir was sagen? Wir warten einfach eine Runde. Ja. Übernehmen den nochmal, fahren runter, gucken uns mal ein bisschen um, oder? Ja. Ist die sicherste. Oh. Ja, da Bam. Geht einiges in die Luft. So, da unten. Irgendein Panzer. Da kam was an. Einen Verbrässel gekriegt. Ja, der ist da. Guck mal, wie wenig Energie der nur noch hat. Da ist auch was. Okay, den. Da, der ist den also kennen wir. Nicht mehr übernommen. Ne. Aber wer hat auf uns geschossen? Ich übernehme den jetzt nochmal. Meinst du? So. Okay, und dann fährst du mal einen Stock weg. Packt immer so ein bisschen, echt ein bisschen. Hast du Angst? Ja, das würde mir jetzt nicht gefallen. Wir haben nicht gespeichert. Ach, guck mal, hier sind überall Türen. Kannst du mal raus? Komm mal raus hier. Lalala. Hallo. Aha, da schießen schon die eigenen Leute drauf. Hallo? Aber von wo bitte? Weiß nicht, oder ist die Sicht so schlecht? Ja, der Sektoid-Soldat hat nur noch 4. Was machst du da? Ich wollte den eigentlich da über den Back rausziehen, aber da ist keiner. Jetzt rennt er dahin und sieht aber auch nichts. Frag ich mich, wer da geschossen kann, nur aus dem Fenster. Stell mal auf Autoschuss oder sowas. Ja. Guck erstmal mit den Panzern. Irgendwo da von den Panzern. Der Panzer wird von vorne, frontal wird der beschossen. Aber so gar nicht. Schon ein bisschen seltsam. Ja, sehr seltsam. Sehen wir schon irgendwie den Bereich, wo wir hin sollen oder so? Ja, hier sind überall so Türen. Irgendwo muss ja was Grünes dann sein. Ne? Also da kann jetzt nicht mehr viel. Wie gesagt, ich habe nichts gefunden. Ja. Mit dem ziehe ich jetzt einfach mal hier runter. Weil von da kam ja auch Feuer. Er sieht was. Also, er sieht was. Jetzt auch was. Auch wieder ein Sektoid. Kannst du abknallen. Jawohl. Den Hammer. Jo. Können wir noch ein bisschen weiter scouten. Aha. Oh, oh, da war was. Wir sehen es trotzdem nicht. Wir sehen es zum Teufel nicht. Das kam bestimmt aus einer dieser Pyramiden-Kackdinger. Ja, aber das kam doch von da nach oben. So, aber pass mal auf, wir haben ja, das Schöne ist, wir haben ja nicht nur einen Gedankenkontrollierer. Ja. Hat leider nicht geklappt. Wir haben ja noch einen. Jetzt malen wir mal dran. Wieder nicht geklappt und wieder nicht geklappt. Okay, wir haben ja noch einen. Atlantat Opfer. Ja. Lamm. Wo ist der Freund? Da, taut. Der ist. Kann man vielleicht noch auf Panik? Kann man den vielleicht noch paniken? Du hast noch 15 Zeiteinheiten. Nein, ist das gleiche. Schade. Ja, schade. Der hat jetzt wirklich richtig viel ausgehalten. Ja. Schön wäre jetzt, wenn man den Kollegen dann noch irgendwie. Der hat nur noch 4 Zeiteinheiten. Quasi anbieten könnte als Ziel, weißt du? Nee. Der Panzer hat auch nichts mehr. Der kriegt wahrscheinlich gleich richtig einen drauf. Jetzt lass mich mal gucken, an welchem Fenster der steht. Wie sehen die Dinger denn da aus? Naja, das heißt, ich müsste dazwischen stehen, um da reinschießen zu können. Das wird nicht gehen. Ja, eine Blaster-Rakete. Wäre jetzt auch nicht die beste Antwort, glaube ich. Ne? So, zumal, wenn du 2 Blaster haben. Ich ziehe jetzt einfach mal 2-mal hier raus. Also die Landezone hier auf jeden Fall ist clear, würde ich sagen. Schön ist ja, dass sie diese Psi-Geschichte wirklich über die ganze Karte anwenden können. Du musst sie einfach nur aufklären. Ja. Ne? So, ich versteck den mal hier hinter. Das geht nicht, ja, aber da geht's. Ja, so. Ist so, wenn. Atlan, komm hier, biete dich an. Opferlamm, aber Opfer, unser Opferlamm jetzt. Nein, nicht. Nein, das hab ich nicht vor. So, dann ziehe ich die restlichen Kollegen, ihn ziehe ich mal bis auf die Rampe vor. Der soll ja noch mitmischen, das ist ja unser Schnellster quasi, ne?
Müssen wir denn gleich alle mit allen Mann auf dem Grün stehen oder reicht das alle? Alle, die wir mitnehmen oder wollen. Oder alle Aliens terminieren, sage ich mal. Und dann. Und ich glaube, das jetzt muss die Vorstufe von der. Ja, von ja, der klar. Mission, na klar. Ne? Ja, klar. So, ich wäre jetzt eigentlich fertig, würde ich sagen. Okay. Ach nee, warte mal, haben wir nicht den einen Panzer, haben wir doch noch gar nicht bewegt, oder? Wo ist der denn? Da, siehst du, der hat eine 100 Zeiteinheiten. Ja. Aha. Aha. Der hat doch geschossen gerade. Also das ist wirklich grottig. Fahr mit dem um die Ecke. Bietet sich doch nicht so an. Was soll ich dazu sagen? Ja. Genau. So, die Front noch hin. Gut. Oder auch nicht, wie man so will. Ja, ich beende den Zug. Hoffe, dass jetzt kein Panzer in die Luft fliegt. Doch. Verflucht nochmal. So. Da unten schießt noch mehr. Da kommt eine ganze Menge raus. Ja, ist gut was los hier. So, den würde ich zum Beispiel gerne übernehmen, um den anderen, der da hinten drin ist, abzuknallen. Ich will ja nicht alle übernehmen, das ist irgendwie witzig. Gedankenkontrolle. Zack. Nein, nein, nein. Verflucht. Ja, ob man dann lieber einen anderen ausprobiert, ich weiß es nicht. Guck mal, der ist irgendwie tot da unten. Das war doch unser. Ja. Ne? Der wurde von seinen Kumpels erledigt. Ja, es scheint, also entweder funktioniert sofort oder gar nicht, scheint es mir. Soll ich mal mit Panik versuchen? Nur Panik heißt, er fängt an rumzuballern und da dann nur unsere sind. Mhm. Soll ich es nochmal probieren? Versuch. Oder soll ich lieber irgendwie... Oder entweder klappt es jetzt oder knallt es ab? Nee. Gut, oder sterben. So, der hat schon mal Sichtlinie. Dann darf der das Feuer öffnen. Tschüss. Gut. Da so, wir wissen, hier drin ist noch mindestens einer und wir da wissen, hinten ist auch hier drin ist auch noch mal mindestens einer. Ne? Da ist unser Panzer. Da. Sieht auch direkt was. Da. Zack. Trifft zum Glück auch mal was. So, dann unser Opferlamm. Nee. Aha. Das war, ey, guck mal, das ist gar nicht der gewesen. Den könnten wir, wenn wir jetzt nicht alles verbraucht hätten, hätten wir den nochmal übernehmen können. Ja, aber warum? Knallen ab? Nee, den könntest du gebrauchen, um so eine Tür aufzumachen und mal reinzugucken. Ach so, ja, weißt gut, du? Okay. Ne? Dann verballern die da nämlich ihre Zeiteinheiten drauf und wir können im nächsten Zug ein Ende machen mit denen. So, da hatte ich gesagt, da ist einer drin. Ne? Der Panzer hat noch Bewegungseinheiten. Dass man ihn vielleicht noch hier um die Ecke kriegt. So. Weil dann gehe ich doch kein Risiko ein. Ne? Nee, bloß nicht. Wir brauchen auch vielleicht noch einen für die Main Base, sage ich mal. Ne? Dass wir jetzt einen verloren haben, ist so gut und schön, aber ne, was wir noch über haben. Frage ist, dieses grüne Ding habe ich jetzt irgendwie immer noch nicht gesehen. Nee, ne? So, da drin ist auch noch einer, ne? Echt? Ja. Aber kein Fenster, ne? Da. Aha, guck mal, da ist noch kannst ein. Einmal schießen und dich dann in Deckung bringen, wenn du Glück hast. Die schießen sich aber auch eine Scheiße zurecht. Also ne? die haben besser, die haben schon besser geschossen, ne? Zack. Mal ein Feld nach vorne. Und noch umdrehen. Gut. So, die hier gehen jetzt auf Autoschuss irgendwo da in die Nähe, um da zumindest mal ein bisschen Deckung hinzubringen. Ja. Weit vorwärts kommen die hier auf dem Terrain auch nicht, ne? Ist ja nicht so schlimm. Hauptsache, wir räumen die ganzen Aliens erstmal weg. Ich schätze mal, das ist auch so. Das ist der Dings hier. Ich schätze auch mal, das ist die Vorstufe, da wird wohl noch ein bisschen was kommen, denke ich. Ja, ich sag mal, in der Basis wird das auch richtig, richtig abgehen, Lutz. Lass dich drauf. Guck mal, hier oben hätten wir auch schon zwei, die theoretisch das Feuer öffnen könnten. Oder theoretisch auch abgeknallt werden können. Oder auch abgeknallt werden können, aber da sind ein paar Ziele näher. Ne? Solange unser Alien-Kumpel, ach ne, der ist jetzt nicht übernommen. Ne, aber der kann uns auch nicht gefährlich werden, weil aufheben tut er auch nichts. Genau, ich lasse das jetzt einfach erstmal so. Batsch. So. Die Panzer, okay, Psi-Angriff. Nochmal Psi-Angriff.
Atlan hat einen Tobsuchtsanfall. Ja. Wir haben es genau. Ja, ja, das ist die Opferlamm-Taktik. Und der Atlan, der sollte nach Möglichkeit auch nicht sterben, weil den können wir echt gebrauchen. Ich sag ja, das ist die Opferlamm-Taktik. Tankenkontrolle, ich hätte gern den kontrolliert. Jetzt geht's irgendwie nicht, keine Ahnung. Wieso geht das jetzt nicht? Der kriegt ja nicht auf einmal mehr Moral, oder? Keine Ahnung. So, das probiere ich jetzt nicht nochmal. Waren wir den letzten auf für den anderen da hinten? Irgendwo da hinten war noch einer. Da haben wir auch was auch geschossen. Der ist auch halb Schrott, der Panzer. Der war schon vorher. Ich knall jetzt erstmal das Schwein da unten ab. Oder auch nicht. Sag mal, hast du gesoffen oder was? Das ist doch los. Das ist echt grottig. Das schießt ja echt nochmal vorbei. Was für Gurken fliegen wir nach Cydonia, Lutz? Panzer, die nicht treffen, Leute, die nicht treffen. Das ist doch Absicht. Computer kann nicht verlieren, was? Ja, genau. Sollst du da rein? Hatte ich eigentlich vor, aber der hat ja so wenig Zeit erhalten. Dann können wir besser da reingehen. Da dürfte auch nichts mehr drin sein, eigentlich. So. Atalan. So, da hinten, da ist ja immer noch so eine Gurke drin, ne? Ja. Nicht nur drin, da auf dem Panzer wurde auch geschossen, ne? Ja. Du weißt, von wo das kommt. Den kannst du versuchen zu übernehmen, aber du hast ja noch einen, mit dem du übernehmen kannst. Könntest. Dann musst du nur mit dem Panzer gleich vor. Wo ist der denn? Da. Da ist er. Da, jetzt kannst du versuchen. Probieren wir es mal. Wer war denn noch nicht? Ragnar. Der stärkste von allen. Mal gucken, was passiert. Nee. Nein, leider nicht funktioniert. Schießen ab. Dann muss der weg. Boah. Das ist blanke Absicht. Das ist wirklich, das ist sowas von schlimm. Das ist echt sowas von schlimm. So, er kann ihn aber auch sehen. Stell auf grünen Pfeil. Ja, der wird sich aber jetzt drehen, noch ein Feld. Siehst du, und dann hat er nicht mehr genug. Na. Gut. Das ist Sapirus. Einfach grottig. Ne? Schweppi. Das gleiche Spiel in Grün wird er auch nicht schaffen. Ich weiß nicht, oder vielleicht ist das ja auch so eingestellt. Nee, Sider kann den auch sehen. Jawohl. Oh Mann, einer muss es doch machen. Du brauchst einen ganzen Trupp, um einen so einen Mistvieh loszuwerden. Das heißt also, hier mit rumchillen wird nichts. Den Blasterman ziehst du mitten aufs Feld, oder? Ich weiß ja, da geht's überhaupt nicht weiter. Da könnte man vielleicht, aber das ist ein Aufzug, der geht nach oben. Ja, das kannst du alles vergessen. Das heißt, es ist alles nichts, hier ist alles nur Geplänkel. Ja. Ne? Ich ziehe ihn einfach erstmal raus und bringe noch ein paar andere raus. Damit einfach hier mal ein bisschen mehr Feuerkraft da ist. Wir brauchen die ja, wir treffen ja nichts, ne? So, wieso fährst du so weit? Achso. Weil ich schon nicht drauf geklickt habe. Und so, von zwei Aliens weiß ich noch, aber gegen die können wir gerade nicht viel machen. Ja. Okay, so, ja. Wir haben ein bisschen überzogen. Macht aber nichts, ist ja spannend hier auf Cydonia. Ja. Ja, dann würde ich sagen, wir bedanken uns fürs Zusehen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Let's Play UFO The Cydonia Mission. Bis dann. Bis dann. Ciao. Tschüss.